Eine Haiflosse oder eine große Schwanzflosse in der Nähe von dem Floß. Also von dem, mit dem ich hier unterwegs bin. Das heißt, da schwimmt was Größeres. Oh, ist das schon wieder die Abendmusik? Ne, wir haben 12 Uhr Mittag. Wer? Ja, nix. Im TS sehe ich noch nix. Ja, auch noch nix, ne. Aber Steve hat gerade gesagt, Tristan hat gestartet. Ah ja, okay. Das ist schon mal schön. Ah, da ist er. Da ist er. Hallo, schönen Tag. Hi. Hallihallo. Das ist schön. Wir haben nämlich eine ganze Menge vorbereitet, um auf Exkursion gehen zu können. Floß gebaut. Was uns fehlte, war nur noch ein Opfer, weißt du, den wir immer vorschicken. Wir haben Metallrüstungen gebaut, für dich liegt auch eine in der Werkbank. Okay. Waffen, Werkzeuge und im Moment sind wir alle so ein bisschen unterwegs. Der Peter zählt gerade in Ankylo. Ich sammle gerade Steine, Frank glaube ich auch, weil wir das Haus schon etwas robuster umgebaut haben. Sehe ich gerade, ja. Und ich weiß nicht genau, wie lange der Ankylo von Peter noch braucht. Das weiß er vermutlich selber nicht so ganz. Hallo? Was? Dein Ankylo, wie lange braucht der wohl noch? Gute Frage, nächste Frage. Okay, die nächste Frage ist, schätzen Sie die Zeitdauer des zähmen Vorgangs Ihres Ankylos? Der ist bei der Hälfte. Ja gut, weißt du, wie lange er gebraucht hat, bis zur Hälfte? Das war schon ein paar Minuten. Das ist jetzt ungünstig. Was ist los? Naja, hier ist so ein Vogel. In Floßnähe. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich mich auch nicht schnell bewege. Scheiße. Na komm, lauf, 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 lauf. Kommt auf dich zu? Also ja, ja, nee, dann, Moment. Welcher Insel bzw. Sandbank oder wo endlich bist du denn? Ich bin jetzt erstmal wieder auf dem Wasser. Das Problem ist nur, dass Wasser alleine auch nicht wirklich hilft. Wie gesagt, in der Werkbank findest du Metallrüstung, die kannst du komplett in Metall kleiden. Okay. Haben wir extra gebaut, damit die Gegner hören, wo du bist, weil sie so schön laut klappert. Da hat ihn doch nicht alle. Naja, komm, ich möchte schon fair sein. So. Jetzt bin ich erstmal wieder zurück. Also alles nochmal gut gegangen.
Also auch die Metallachs und die Metallspitzhacke, Yannix, ist alles für dich. Genau. Außerdem hat der Peter in irgendeinen Schrank, hat er dir auch noch eine Armbrust reingelegt und so weiter. Also musst einfach mal so durchsuchen. Alles, was du so an... Genau, von den vier Schränken, die da nebeneinander stehen, glaube ich, die rechte. Ich glaube, da ist recht viel Metall. Ja, die Sichel ist jetzt nicht zwingend für dich. Das ist nur, wenn wir Fasern brauchen, dass halt jeder mal darauf zugreifen kann. Weil ich glaube nicht, dass wir so viel Fasern jetzt wirklich brauchen, dass jeder eine Sichel braucht. Gut, da ist natürlich was dran. Sichel ist zum Fasern holen sehr praktisch. Hat eine gute Ausbeute. Dann wäre jetzt nur noch die Frage. Also die Kills werden ja auch im Umkreis angerechnet. Das hatten wir vorhin ja auch schon ein paar Mal. Wenn einer gekillt hat, dann wurde im Umkreis Erfahrung verteilt. Das heißt, wir können auf jeden Fall mit Yannix da gleich schön was machen. Frage wäre jetzt nur, wahrscheinlich müssten wir gleich mal irgendwann gucken, wo, wie, was, wann. Ich bin Level 11. Als ich gegangen bin, war ich Level 2. Das heißt, du wurdest weiter geskillt, während du hier gelegen hast? Nein, Yannix, der zeigt dir das Level nur an. Du, den Anstieg kriegst du erst, wenn du quasi das irgendwelche Attribute erhöht hast. Und dann springt er automatisch jedes Mal quasi in das Verteilen der Engrammpunkte rein. Ja, okay, ich sehe es. Ich bin nämlich jetzt Level 13 auf einmal. Passt, wunderbar. Was mache ich mit so Sachen wie Steinspitzhacke? Zerstören, auseinandernehmen? Schmeiß die einfach irgendwo rein im Moment. Ich denke, selbst für den Notfall bräuchten wir die theoretisch nicht mehr, aber mein Gott, nimm sie. Also schmeiß sie rein. Naja, zerstören können wir immer noch. Ah ja, ich muss wieder Bolas bauen. Ich habe nicht. Da kannst du auch ruhig ein paar mehr bauen. Ja, ich weiß. Weil ich kann die zwar theoretisch, habe aber im Moment die Mats dafür nicht da. Oh Mann. Im Zweifel befragen wir gleich mal Onkel Google, was denn an der südlichen Tropical Island höhenmäßig am nächsten dran ist. Stell mir vor, das ist tatsächlich, wenn du von der Tropical Island South zur Hauptinsel, also zum, was ist das dann, Jungle South, der da daneben sitzt, auf derselben Höhe. So da, wo wir eigentlich zuletzt waren. Ich denke, dann müsste eigentlich auch ziemlich genau da der Höhlenausgang sein. Da nicht unter Wasser, sondern dieser Wassergang, den wir rausgekommen sind. Wo wir damals die Höhle mit den Hexen und so weiter besucht haben. Ich denke, so vom Gefühl her würde ich sagen, müsste das passen. Also da. Ach, Wachsdünger, was ist. Alles wieder nachwächst, auch in der Nähe von Struktur.
Yannex, auch eine schöne Möglichkeit für dich zu skillen. Du kannst dich auf den Raptor setzen, der hier vor der Tür steht, und kannst mal sowas wie einen Parasaurus jagen. Musst du den nur im Prinzip immer wieder in den Weg abdrängen, wenn er in Richtung Wasser läuft, weil der flüchtet gerne ins Wasser. Also du kannst es auch erstmal mit kleineren Sachen probieren, zum Beispiel eben diese Robbenbabys, also die Lystrosaurier oder so. Genau, ja. Nur damit du ein Gefühl dafür bekommst. Also beißen einfach nur mit linker Maustaste und der wird genauso gesteuert, auch mit Shift. Gibt der Gas. Genau. Und lass ihn dann am besten gleich fressen, weil der hat auch eine gute Lederausbeute. Aber in der Richtung, wo du gerade läufst, ist ein Vogel. Da musst du vorsichtig sein. Also so ein großer, der wird dich mit einem oder zwei Bissen wird er dich wahrscheinlich vernichten. Das killt natürlich für den, der selber killt, immer, der kriegt natürlich am meisten Punkte. Die anderen profitieren nur, wenn sie in der Nähe sind. Kriegen immer nur prozentual davon. Also falls du auf den Fiomia drauf gehst, der ist verdammt schnell. Also den, dann müsstest du Glück haben, dass er den gegen den Berg rennen lässt oder so ähnlich, dass er festhängt. Dann kannst du den auch killen. Ansonsten glaube ich, haut er dir wahrscheinlich eher ab. Ich habe im Lagerfeuer gerade noch mal wieder nachgelegt. Oh, ich hatte vorhin noch ein Stack drin. Ja, das geht halt relativ schnell. Kann sein, dass das Lagerfeuer irgendwie nur 3 Stackplätze hat. Ja, deswegen habe ich. Ja, weil ich könnte gerade auch, genau, da war glaube ich 1 Sparkpowder und. Ja, das andere war ja natürlich das fertige Fleisch. Das habe ich glaube ich gar nicht entnommen. Kann ich auch zähmen, wenn ich auf dem Saurier sitze? Und muss ich daneben stehen? Also stehen musst du sowieso nicht. Sobald der betäubt ist und du dafür gesorgt hast, dass der auch eine Weile betäubt bleibt, kannst du dich von dem Vieh auch ein ganzes Stück entfernen. Das ist kein Problem. Okay, wie betäube ich einen? Entweder du boxt ihn, das geht bei kleineren Viechern, oder aber du hast zum Beispiel eine Armbrust mit Betäubungspfeilen. Oder einen Bogen mit Betäubung. Aber du hast ja eine Armbrust. Also im Endeffekt alles, was dir jetzt noch fehlt, sind Betäubungspfeile. Jo. Und Betäubungs- die kann man herstellen. Ja, genau. Also man braucht das Narkosemittel. Davon haben wir aber mittlerweile einiges hier. Und Steinpfeile. Und aus denen kann man dann Betäubungspfeile bauen. Wir können aber Folgendes machen. Ich lege dir jetzt einfach mal 30 Betäubungspfeile in die Werkbank. Da findest du sie schnell. Das sind sozusagen. Wenn es der richtige Saurier ist, den kann man den theoretisch auch mit einer Bola stilllegen. Das heißt, du schmeißt dem die Bola zwischen die Beine. Geht mit dem Para, das geht mit dem Raptor. Mit dem Pteranodon kannst du auch gut, also der landet ja gerne. Also der Flieger, der gerade so vor dir ist, den kannst du damit stilllegen und dann gibst du den Kopfschuss mit dem Betäubungspfeil. Reicht meistens manches Mal sogar ein einziger Schuss, je nachdem, was für ein Level der hat eben. Dann musst du das richtige Futter dabei haben. Also bei Fleischfressern zwangsläufig Fleisch und bei Pflanzenfressern dann eher Beeren. Da ist am besten immer die Meobeere, diese lilane. Die wird im Allgemeinen, glaube ich, am liebsten genommen von den Tieren. Also ich fasse nochmal zusammen. Schritt 1, am besten mit einer Bola auf das Vieh werfen, dann ist es für, ich glaube, 30 Sekunden bewegungsunfähig. Schritt 2, mit den Narkopfeilen draufschießen, bis es betäubt am Boden liegt. Schritt 3, Futter reinlegen und entweder Narkosemittel oder Narkobeeren reinlegen.
Und dann kannst du beobachten, wie er zum einen frisst und der Zähnbalken hochgeht und zum anderen siehst du, wie der Betäubungsbalken langsam runtergeht. Wenn der Balken, also ich mache das immer, wenn der die 50% unterschreitet, dann gehe ich her und dann klickst du auf die Narkobeere oder auf das Narkosemittel drauf und dann steht da Benutzung erzwingen als Knopf. Und wenn du den drückst, dann ist das so, als würdest du dem Vieh quasi diese Beere in den Mund reindrücken und dafür sorgen, dass er die runterschluckt. Und dann geht die Betäubung wieder hoch. Und das machst du halt so lange, bis es dem betäubt ist. Aber das kann je nach Dino und je nach Level auch durchaus eine ganze Weile dauern. Wen hattest du denn vor? Oder hast du da einen im Auge, den du betäuben möchtest? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Erstmal brauche ich ein paar Narkobeeren. Ja. Also ich habe jetzt gerade dir, wie gesagt, 30 Narkopfeile ja, habe ich. Da reingelegt. Genommen. Und jetzt kannst du noch einen Moment warten. Ich baue jetzt gerade mal eben wieder, also ich baue jetzt hier 70 Stück. Das heißt, ich nehme mir von den 70 dann wieder 30 und dann sind aber noch Narkosemittel übrig. Dann nimmst du dir einfach mal 10 Stück von mit. Das müsste im Normalfall fast für alles reichen, was hier so rumkreucht. Okay, wie splitte ich einen Stack auch wieder mit Shift? Ja. Wenn du Shift doppelklickst, also wenn du einzeln doppelklickst, dann überträgst du ein einzelnes Item. Wenn du mit Shift doppelklickst, überträgst du 5. Und wenn du mit Shift ziehst, splittest du halt. Kleines F-Gen rennt hier rum bei uns. Ich habe Bolas bei, Yannix, also ich kann dir welche geben. Ich habe gerade welche gebaut. Da rennt jemand in Zeitlupe. So, mal erstmal ein bisschen leichter werden und dann schmeiße ich die Bolas mal, würde ich sagen, in die. Das erinnert mich so an diese Rückblende bei Der Wichser, wo der Kommissar da, wo Kalkofe in Zeitlupe rennt. Am Ende so, wieso bist du in Zeitlupe gelaufen? Ja, 5 Stück sind drin. Oh, ich lass mal 7 Stück drin, 3 Plastik mir. So, was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 18:58, also wir nähern uns der Nacht. Die Nacht ist kalt und voller Schrecken. Ah, ich wollte eigentlich gerade. Und ich sehe die Schrecken schon. Ich hatte eigentlich mir überlegt, ob ich nochmal losziehe. Ich denke, ich mache gleich erstmal Schluss für heute. Ich esse das 11:30, ja. Auch noch mal ein paar Steinwände, die ich dann hier noch auswechseln kann. So, jetzt brauche ich nochmal Hilfe. Jetzt hat er eine Bola hier bekommen. Und jetzt Betäubungsschuss. Ja, am besten den Kopf. Genau. Weil Kopftreffer sind wirklich deutlich, deutlich härter sozusagen vom Schaden her. Und jetzt liegt er hier, aber betäubt. Richtig, jetzt, genau. Was tue ich jetzt? Jetzt klickst du in dein Inventar mit F oder mit E. Und dann legst du in die Sachen rein. Die Sachen. Entschuldigung, also, das ist einmal Fleisch für den hier. Ein Pteranodon ist ein Fleischfresser, das heißt, du musst rohes Fleisch reinlegen. Damit er fressen kann. Und Narkosemittel. Und Betäubung läuft ja noch. Die läuft, du siehst aber, dass der Balken von der Betäubung langsam runtergeht. Ja, okay, wunderbar. Dann hol ich aber da hast du ein bisschen Zeit und da holst du das Betäubungsmittel, diese Narkosemittel. Also weniger die Beeren, die sind natürlich nicht ganz so gut, sondern also ich vielleicht noch, diese Betäubungsmittel. Da ich noch mehr Mittel im Inventar habe, werde ich dir da jetzt einfach mal 15 Stück reinlegen. Das ist hiermit erledigt. Das heißt, du brauchst jetzt nur noch Fleisch holen. Da findest du rohes Fleisch in der Räucherkammer. Hier vorne. Die steht neben den Betten. Da ist die Räucherkammer. Hier. Da hält Fleisch oder allgemein alles, was verderblich ist, hält da am allerlängsten. Auch Beeren oder so, weil die vergammeln ja sonst alle. Okay. Also später gibt es noch einen Kühlschrank, der hält es dann noch besser, aber jetzt im Moment. Oh, aber den haben wir jetzt noch nicht. Da muss jetzt eigentlich nur nebenbei stehen bleiben und den eventuell ein bisschen bewachen, weil sowas wie Fleischfresser, die Luftsaure, also die immer anspucken, kommen da gerne, oder hier diese Kompis, diese ganz kleinen, kommen gerne und wollen den auffressen, weil da ja da wehrlos liegt. Und den musst du verteidigen dann. Ja.
Ansonsten kann man noch was dazu sagen. Wobei ich mich gerade wundere. Achso, er zeigt es erst an, sobald er das erste Mal gefressen hat. Dann zeigt er dir nämlich eine Effektivität an im Prozent. Und wie viel Level er dazu bekommt. Also wenn man besonders hochwertiges Futter gibt, dann wird er schneller gezähmt. Und je schneller der gezähmt wird, desto mehr Level bekommt der Bonus dazu. Bis zur Hälfte der Level, die er hat, kann er nochmal dazu bekommen. Beim Zähmen. Also der ist jetzt 40, das heißt, er kann 20 Level dazu bekommen. Und dann kann er, während er dir gehört sozusagen, noch insgesamt, ich glaube, um 26 Level oder 36 Level ansteigen. So wenig? Ja, ich weiß ja allerdings nicht mehr. Ich habe es ja nicht umkonfiguriert. Wir haben ja Standard-Config. Oh, okay, ja.